Hallo YouTube. Es wird Zeit für eine kleine Videoserie. Und zwar begeben wir uns diesmal in die Welt des Witcher. Und zwar findet vom 18. bis 21. Mai der erste von hoffentlich vielen Witcher-Cons der Apparatus Lab Orga statt. Und wir werden natürlich dafür eine komplett neue Gewandung brauchen. So, jetzt wurde ein Problem an uns herangetragen, gerade von Anfängern, die gerne mitspielen wollten. Witcher-Klamotten oder beziehungsweise Gewandungen für dieses Universum sind recht teuer. Also fühlte ich mich berufen, einfach mal für The Witcher einige ganz normale Gewandungen für Stadtbewohner, Händler, Bettler, was auch immer herzustellen. Und zwar in einem möglichst geringen geldlichen Rahmen. Aber damit wir überhaupt wissen, was wir nähen wollen, was wir nähen können, in welchem Stil sich das Ganze bewegt, schauen wir uns doch erstmal einige Eindrücke aus dem Spiel an. Die Wappenfarben von Novigrad sind rot und weiß. Das kommt jedoch nur bei Wachen vor. Wenn man sich den Rest der Stadt einmal anschaut, dann stellt man ganz schnell schon bei einem ersten Blick über den Marktplatz fest, Novigrad ist kunterbunt. Zumindest die Kleidung der dort lebenden Bevölkerung. Die Bevölkerung setzt sich, wie jede andere Bevölkerung auch, aus armen und reichen Leuten zusammen. Und so kommen wir dann gleich dazu, dass man eine Gewandung selbstverständlich in Schichten aufbauen kann. Wenn man sich auf die unteren Schichten beschränkt, dann kann man sehr arme oder arbeitende Bevölkerung darstellen. Je mehr Lagen dazukommen, desto teurer und desto reicher wäre dann eben der Charakter, der dargestellt wird. Die günstigste überhaupt denkbare Gewandung wäre selbstverständlich eine Bruche. Fertig. Das war's. Nur eine Bruche und natürlich noch ein Seil als Gürtel, aber ganz ehrlich, wer mag schon so rumlaufen? Die nächste, in meinen Augen wesentlich gangbarere Stufe, ist dann eben die arbeitende Bevölkerung bzw. Bettler. Da besteht die Kleidung aus einer Tunika, einer Hose, gegebenenfalls noch Hand- oder Beinwickel und fertig. Man sieht hier auch schon die ersten Dinge, die man so als Blickfang noch dazu hängen kann, wie in diesem Fall eine Lederflasche oder wie hier eine Umhängetasche. Ein Hut gehört fast immer dazu. Das Ganze dann in der ärmlichen Bevölkerung entsprechend zerrissen und dreckig. Aber wie man auch hier nochmal schön sieht, ist ein einfaches Seil ein wunderbarer Ersatz für einen doch recht teuren Ledergürtel. Man kommt also schon so durchaus als arbeitende Bevölkerung in Novigrad zurecht, ohne viel Geld auszugeben. Die nächste Stufe sind dann Handwerker, die ein eigenes Geschäft haben, wie in diesem Fall ein Schmied. Immer noch ärmlich, zerrissen, dreckig, aber man sieht hier schon also mehrere Lagen. Man sieht eine Untertunika, eine Obertunika, eine Schürze, auch wieder ein Lederbeutel um den Hals. Und das Ganze setzt sich so also auch fort. Dieser Beutel um den Hals wird sehr oft von Händlern getragen, die daran recht gut zu erkennen sind. Sollte man vielleicht im Kopf behalten, sich da mal das eine oder andere abzuschauen. Normale Straßenhändler ebenfalls wieder mit Beutel, aber jetzt noch eine Stufe reicher oder wohlhabender. In einer Langtunika, hier schon das erste Mal mit Streifen. Ich würde persönlich die Mode in The Witcher irgendwo im 15., 16. Jahrhundert ansiedeln. Und dort sind also doch Einschläge aus dieser Zeit und recht gut und sehr häufig zu finden. Man hat sich da wohl ein wenig an der Landsknechtsmode orientiert mit Wickeln, ausgestellten Ärmeln, ausgestellten Schulterformen und entsprechenden Hüten.
Die Langtunika wird da also sehr gerne getragen, teilweise vorne geschlossen, teilweise aber auch, wie man hier sieht, vorne offen, geteilt mit einem Hemd darunter. Wie man hier sehr schön sieht, ist das Ganze vorne geknöpft und relativ offen. Die Ärmel können hochgekrempelt werden. Und oder, wie in diesem Fall, komplett vorne geöffnet und dann eben mit Knoten verschlossen. Das Ganze gibt es dann in der Langtunika in verschiedenen Varianten. Hier auch sehr schön ein Messer um den Hals. Also es wird sehr viel um den Hals gehängt, um vielleicht die Profession oder die Ziele des Charakters darzustellen. Diese Langtuniken oder Langmäntel, wie ich sie jetzt hier lieber nennen möchte, gibt es also auch mit angenestelten Ärmeln. Hier ein Seil und eine breite, ja, ein Stoffband als Gürtelersatz. Dies ist allerdings ein elbischer Charakter, nur kommen diese Langmäntel mit angenestelten Ärmeln also auch durchaus bei menschlichen Charakteren vor, wie man hier sieht. Dort selbstverständlich auch wieder mit verschiedenen Dingen angehängt, um die Profession darzustellen. Und selbstverständlich bei reisenden Händlern auch mit ganz einfachen Taschen oder in diesem Fall einem Tuchbeutel. Noch eine Stufe weiter sind wir dann definitiv im Bereich der Landsknechtsmode. Hier mit zerhauenen Ärmeln, etwas ausgestellt, einer Tunika darunter, einem Gürtel mit verschiedenen Taschen, einer Mütze und das Ganze hier auch schon farblich aufeinander abgestimmt, also nicht kunterbunt gewürfelt. Hier ebenfalls nochmal mit einer Weste über dieser ausgestellten Polsterjacke. Das Ganze kann dann eben auch mit einem Mantel kombiniert werden. Oder wenn es ein arbeitender oder etwas ärmlicher, rustikalerer Charakter sein soll, eben auch gerne mit einer Lederweste. Das Ganze kann man dann auch sehr gerne mal mit einem Rüstungsteil versehen, wie hier. Und wie gesagt, so wie wir jetzt ganz langsam in dem, ich sag mal, auf der Wohlstandskurve nach oben reiten, desto vielschichtiger werden also die Kleidungen, die getragen werden, recht liebevoll ausgestattet mit verschiedenen Dingen zum Anhängen, Taschen, Lederflaschen, was auch immer. Dann kommen wir langsam in den Bereich der recht sehr wohlhabenden Leute, mit, wie hier mit besticktem Gürtel, einer sehr schönen, ja, wie nennt man es, Tunika mit recht intensivem Faltenwurf. In diesem Fall auch wieder mit Armwickeln dabei und wie man hier leider nicht sieht, einer ausgestellten Hose, die ebenfalls unten durch Wadenwickel enger gehalten wird. Das Ganze gibt es dann in verschiedenen Varianten, hier vorne geteilt, vorne geöffnet und immer wieder die charakteristischen Streifen, die wohl für die damalige Mode und vor allen Dingen für die Mode in The Witcher charakteristisch sind. Wie man hier nochmal recht schön sieht, sind Beinwickel dort also gerne gesehen, um die Hose eng zu halten bzw. die Beine zu wärmen. Hier auch nochmal recht gut zu sehen. Und hier sehen wir jetzt ein kleines Problem, wenn wir jetzt also günstig versuchen werden, eine Gewandung zu bauen. Karierte Stoffe oder Ähnliches und das Ganze so vielschichtig aufgebaut sind normalerweise recht teuer und müssen speziell angefertigt werden. Wir werden da also ein Workaround finden, um das Ganze relativ günstig hinzubekommen. Und hier ist schon mal eine recht interessante Sache, um die Ärmel noch interessanter zu gestalten. Das wäre also ganz einfach nur Stoffstreifen, die dann eben auch lang angenestelt werden. Und hier sehen wir auch nochmal eine Variante, wo dann eben statt zerhauenem oder statt wirklichen Streifen, die aufgenäht werden, also nur kleine Farbtupfer bzw. Farblinien zu erkennen sind. Und das Ganze hat also schon einen recht stylischen Charakter und das wird wohl eine meiner Vorlagen werden. Das Ganze geht dann weiter in den Mediziner- bzw. Arztbereich hinein. Hier auch nochmal dann wieder eine Langtunika vorne geteilt.
Das Ganze recht vielschichtig aufgebaut mit Hemd, Weste, Langtunika und einem Schulterüberwurf. Sehr schön zu sehen. Wie auch hier am Text zu erkennen ist, handelt es sich hier um einen Apotheker. Dieser charakteristische Lederschulterüberwurf kann also auch dann noch, wie man hier sieht, mit einer Lederkapuze kombiniert werden. Das Ganze sieht also wirklich sehr gut aus und wird auch wohl eine der Vorlagen werden, die ich vorhabe umzusetzen. Recht schön gemacht und dort auch dann noch mit einer Gasmaske bzw. verschiedenen Emblemen versehen, um die Profession anzuzeigen. Dann kommen wir in den wirklich reichen bzw. Adels- oder Handelsbereich hinein. Dort sind die Kleidungen dann farblich perfekt aufeinander abgestimmt. Man sieht, die Mode wurde wirklich füreinander genäht. Das gesamte Set wurde gemeinsam erstanden, was wirklich nur reichen Charakteren möglich ist. Hier auch nochmal in einer Rüstungsvariante mit ausgestellten Ärmeln. Das Ganze in Schwarz gehalten. Mit Halskrause und Ähnlichem. Man kann natürlich auch noch anders sehr viel Geld ausgeben, wenn man in den Rüstungs- bzw. Guard-Bereich reingeht. Hier also wirklich ein sehr gut ausgestatteter Herr der ewigen Flamme, ein Stadtwächter. Und dort kann man also dann schon sehr, sehr arbeitsaufwendig mit verschiedenen Panzermethoden und Ähnlichem versuchen, seinen Charakter aufzuwerten. Oder aber mit komplett genähten und extra für den Charakter geschneiderten Sachen. Aber soweit werden wir also in diesem Tutorial nicht gehen. Wir bleiben bei dem mehr oder weniger Standard, den man so bekommen kann. Hier sieht man auch nochmal, leider Gottes in einem kleinen Screenshot, die Beinwickel, die dort also immer wieder auftauchen. Das Ganze dann eben auch noch bei manchen Charakteren erweitert um Armwickel. Das soll erstmal der Ausflug nach Novigrad gewesen sein und wir schauen dann einfach mal, wie es weitergeht. So, wir haben jetzt also einen groben Überblick über das, was wir machen können, was wir machen sollen. Ich werde versuchen, das Ganze mehrschichtig aufzubauen. Von der einfachen Bruche für Bettler oder was auch immer, über Kleidung für Arbeiter bis hin zu etwas höher gestellten Händlern oder Alchemisten, Apothekern und so weiter. Ich habe einen Sponsor für diese ganze Aktion gefunden, der mir kostenlos einige Kleidungsstücke aus seiner Grundkollektion zur Verfügung stellt. Und wir werden dann ganz einfach mal schauen, was da kommt, was auf uns zukommt. Ich werde selbstverständlich dann die Preise immer dazu nennen. Aber ich hoffe, eine vollständige Gewandung inklusive Schuhen, wo ich sehr stolz drauf bin, für unter 100 Euro hinzubekommen. Das ist zumindest mein Ziel. Also in den nächsten Tagen und Wochen werden wir also gemeinsam nähen, gemeinsam basteln, auch einige interessante Umhängeartikel wie eventuell eine Lederflasche oder eine Lampe bauen. Und dann werden wir einfach mal schauen, ob wir uns dann vielleicht bei The Witcher auf den Maifeuern wieder treffen. Und selbstverständlich, ja, irgendjemanden trifft man immer. Und wir sehen hier einen Witcher der Katzenschule. Kommst du da weg? Kommst du da weg? Danke. Unverhofft kommt oft. Also ja, die Katzen werden selbstverständlich mit dabei sein und dann schauen wir einfach mal, was uns außer Katzen sonst noch über den Weg läuft. Bis dahin bleibt kreativ und man sieht sich hoffentlich bald.